Ja, ich schmunzle und ich sehe, dass Sie sehen, dass ich schmunzle. Und die, die mich gut kennen, wissen, es ist nicht dasselbe Schmunzeln wie in der Lehranstalt, wenn wir einen Theorieblock beginnen. Das ist eine Anspannung, die sonst nicht da ist. Aber was Sie nicht wissen, ist, warum ich schmunzle. Aber das sage ich Ihnen jetzt. Ich bin nicht sicher, ob du es eh gesagt hast, aber meine große Schwierigkeit ist ja, wie bringe ich das alles, was ich sagen will, in der Zeit unter, die mir zur Verfügung gestellt wird. 20 Minuten ist sehr knapp für mich, die Barbara lacht. Und aus diesem Grund habe ich meinen Vortrag mehrere Male zu Hause gesprochen. Also ich lese ihn eh, um genau das Übel zu verhindern, das du angedeutet hast. Aber ich habe mehrere Male mich kontrollieren wollen, so gesucht, ob es sich ausgeht in 20 Minuten. Und jedes Mal beim Sprechen, also der Vortrag wird beginnen, werden Sie merken, mit den Worten, ich möchte Ihnen eine Studie vorstellen. Ich möchte Ihnen eingangs eine Studie vorstellen. Und bei jedem Mal ansetzen, um zu überprüfen, wie lange es dauern wird, habe ich statt diesen Satz gesagt, ich möchte mit meinen Studis beginnen. Also ich möchte mit einer Studie beginnen, sondern ich möchte mit meinen Studis beginnen. Und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, so wollte ich eigentlich gar nicht anfangen. Aber es ist kein Zufall, dass mir das immer über die Lippen gekommen ist. Das ist nicht nur zufällig, weil Studis und Studie. Und auch das komme ich auch noch ganz kurz zu sprechen, warum ich in gewisser Weise auch mit meinen Studis hier gerade anfange. Also ich möchte mit einer Studie beginnen. Und zwar ist das eine Studie, die Thomas Fuchs in einer Publikation vorstellt. Thomas Fuchs, ein wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannter deutscher Phänomenologe und Psychiater an der Klinik für allgemeine Psychiatrie am Universitätsklinikum Heidelberg. Er bezieht sich in dieser Studie Subjektivität und Intersubjektivität, heißt sein Artikel, zur Grundlage psychiatrischer und psychotherapeutischer Diagnostik auf eine Studie, die nicht von ihm durchgeführt wird, aber die er kommentiert. Und die möchte ich Ihnen in kurzen Worten sehr knapp mal vorstellen. Worum geht es in dieser Studie? 59 PatientInnen wurden nach einem Suizidversuch innerhalb von 3 Tagen von einer Psychiaterin exploriert, mit der Idee der Einschätzung, mit der Absicht der Einschätzung eines noch immer möglichen Suizidrisikos. Dieses Interview wurde videografiert und einer mikroanalytischen Auswertung unterzogen. Im Nachhinein wurden Mimik und Gestik sowohl der Psychiaterin als auch der PatientInnen minutiös analysiert. Die Fragestellung der Studie lautete: Hat die nonverbale, weitgehend unbewusste Kommunikation zwischen Ärztin und Patientin während des Interviews eine prädiktive Bedeutung für einen erneuten Suizidversuch? Und geben die unbewusst ablaufenden emotionalen Prozesse zwischen den beiden, die sich mimisch zum Ausdruck brachten, valide prognostische Hinweise auf einen möglicherweise erneuten Suizidversuch? Das eine war die Analyse dieser Komponenten. Zum Vergleich schätzte die Psychiaterin unmittelbar nach dem Interview auch ein, wie hoch sie das Risiko eines künftigen Suizidversuchs entlang ihrer bewussten Wahrnehmung und Reflexion vom Patienten während des Explorationsgesprächs bewertete. Bei einer Katamnese nach einem Jahr hatten 10 Patienten einen zweiten, glücklicherweise nicht tödlichen Suizidversuch unternommen. Diese 10 Patienten wurden nun mit 11 Patienten ohne weiteren Suizidversuch verglichen. Es zeigte sich, dass in der Tat 265 Körpersignale signifikant mit der Suizidversuchsvariable korreliert waren, wobei 200 dieser Signale von der Psychiaterin selbst produziert waren. Das eigentlich Erstaunliche war nun, die bewusste Voraussage der Psychiaterin hinsichtlich des Suizidrisikos lag nach dem Interview nur auf dem Zufallsniveau, wohingegen ihre unbewussten körperlichen Signale signifikant vorhersagenden Wert hatten. So konnte etwa die Dauer ihres besorgten Gesichtsausdrucks, etwas Stirnrunzeln, 17 der insgesamt 21 Patienten, also 81%, richtig vorhersagen.
Das gleiche Resultat ergab sich, wenn die gesamte mimische und motorische Aktivität der Psychiaterin als Zeichen für ihre emotionale Involviertheit herangezogen wurde. Man könnte also sagen, auf implizit körperlicher Ebene spürte die Psychiaterin präziser, so schreibt Thomas Fuchs, wie gefährdet ein Patient tatsächlich war. Und zwar präziser, als ihr das auf einer bewusst reflektierenden Ebene zugänglich wurde. Es ist offensichtlich, kommentiert Thomas Fuchs, welche Bedeutung diese und ähnliche Untersuchungen insbesondere für die klinische Ausbildung haben, für die Ausbildung. Wenn es gelänge, so Fuchs weiter, Psychiatern und Psychotherapeuten ein verfeinertes Sensorium für ihre eigenen leiblichen Reaktionen zu vermitteln, so könnten sie ihren eigenen Körper als Wahrnehmungsinstrument gewissermaßen als Beziehungsseismograph, schreibt er, nutzen. Sie wären damit in der Lage, intuitiv ungleich mehr von der Wirklichkeit des Patienten wahrzunehmen, als es auf der bewusst verbalen Ebene möglich ist. Es ist freilich auch offensichtlich, dass es dafür eine lange und spezifisch zu schulende Erfahrung erforderlich ist. Das wäre eine erste vorläufige Antwort auf die Frage, wozu haben PsychotherapeutInnen Gefühle? Weil ihnen diagnostische oder universeller gesagt sinngenerierende Bedeutung zukommt. Sie sind, was in der abendländischen Wissenschaftstradition eher den Kognitionen und der Ratio zugesprochen wird, ein hochrelevanter Erkenntniszugang und damit weit entfernt von einer supponierten Irrationalität. Zum Zweiten ist nonverbale, intuitive Kommunikation zwischen Therapeutin und Klientin eine, wie Fuchs sagt, zentrale, wenngleich meist vernachlässigte Dimension in der therapeutischen Beziehung. Bereits das Erstgespräch vermittelt auf nonverbalem Weg wesentliche Informationen über Stimmung, Gefühl, Spannung und Antrieb der Patientinnen, ebenso wie über ihre Art der Beziehungsaufnahme. Das emotionale Erleben der Klientin ist uns erfahrbar und, wie die Studie zeigt, durch ein unbewusstes emotionales Antworten nicht nur zugänglich, sondern von Anfang an ein Geschehen wechselseitiger Abstimmungen, wie Sie jetzt gerade sehr viel differenzierter gehört haben, ein gemeinsames Emotionieren, ein weitestgehend präreflexiv sich gestaltender Prozess, ein zwischenleiblicher Prozess, der für das Gelingen und Misslingen von Kontakt und damit der psychotherapeutischen Beziehung von entscheidender Bedeutung sind. Ohne Emotionen wüssten wir also nicht, was der Fall ist. Wir könnten nicht verstehen, worum es der Klientin geht, worum es in unserem Prozess gehen soll und worin das Wirkungsvolle bestehen könnte. Emotionen müssen also ein relevanter Aspekt der Ausbildung von PsychotherapeutInnen sein. In einer systemtherapeutischen Ausbildung darf sie allerdings nicht eine unilaterale Affektlehre sein, die nur die KlientInnen im Blick hat und das emotionale Erleben der Therapeutin ausblendet, man an der Studie auch sehen kann. Denn das Erleben der einen ist stets der Kontext für das Erleben der Klientin und umgekehrt. Und jetzt fällt mir das von Ihnen, Herr Buchholz, schöne Kurzvideo der Figuren mit den Punkten. Eine systemisch fundierte Emotionstheorie müsste etwas über die Kokreation, die Wechselseitigkeit und Rekursivität von affektiven Dynamiken aussagen. Sie würde nicht fragen, welche Emotionen hat der Klient, sondern sie würde fragen, wie organisieren Therapeutin und Klientin in kokreativer Wechselseitigkeit ihr affektives Erleben? Und wie lässt sich das für einen therapeutisch intentierten Veränderungsprozess hilfreich für die Klientin nützen? Es ist kein Zufall, dass ich bei Thomas Fuchs, einem Phänomenologen, nachgelesen habe und nicht in der einschlägigen systemtherapeutischen Literatur, um diesen zentralen Aspekt therapeutischer Wirksamkeit sowohl für die Praxis als auch für die Lehre zu vergegenwärtigen. Es ist freilich nicht so, dass wir als systemische TherapeutInnen in unserem praktischen Tun und Lassen auf diese zwischenleiblichen Prozesse verzichten würden.
Würden wir das, käme keine Klientin nach dem Erstgespräch wieder. Keine Therapieschule, egal welche, arbeitet nicht mit diesen Prozessen. Auch das hat Herr Buchholz ganz universell ja auch Ihnen noch differenzierter mal angedeutet. Das Spezifische der systemischen Therapie ist allerdings, dass sie diese zwischenleiblichen Prozesse ab urbe condita, könnte man sagen, also seit ihrer Gründung in der Kybernetik 2, nicht konzeptualisiert und auf der Grundlage eines systemischen Paradigmas ausleuchtet und reflektiert. Sie tut das zwar begründet, aber es bleibt dennoch eine Unterlassung. So tut sich nämlich ein nicht thematisierter Spalt zwischen gelebter Praxis und gelehrter Theorie auf. Darauf haben mich eigentlich erst meine Studierenden aufmerksam gemacht. Warum, fragen Sie mich, seit vielen Jahren ist die gelebte Praxis, also die systemtherapeutische Performance, wenn wir sie in der Supervision etwa reflektieren, oft nicht in der orthodoxen Theoriesprache artikulierbar? Und umgekehrt, warum sind die bescheidenen systemtherapeutischen Theorien in ihren Abstraktionsgraden oft wenig einleuchtend, um sie als Sehhilfen in der lebendigen und an zwischenmenschlichen und zwischenleiblichen Phänomenen so reichen Welt klinischer Praxis nützen zu können? Die Antwort ist so fundiert wie unzufriedenstellend. Weil eine in einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie fundierte Therapietheorie nicht nur nicht nach psychischen Phänomenen, die sie a priori auch für intrapsychische Phänomene konzeptualisiert, weil sie nicht nur nicht nach psychischen Phänomenen fragt und sie deshalb auch nicht konzeptualisiert, sondern sie sieht sie schlecht nicht als Theorie, die etwas hervorbringen könnte. Wir als PraktikerInnen hingegen, unsere Studierenden und unsere KlientInnen, vermeinen aber dessen ungeachtet doch etwas zu sehen, etwas Psychisches, das sich bloß in der Sprache der Theorien nicht artikulieren lässt, aber dennoch da ist. In einem erkenntnistheoretischen Bezugsrahmen des radikalen Konstruktivismus können wir prinzipiell keine Aussage über psychisches Funktionieren machen. Darin bestand ja gerade das Revolutionäre in der Gründungszeit der Kybernetik 2. Psychisches wird als intrapsychisches verstanden. Das Psychische, also auch Gefühle, sind eindeutig nur geistig und sie laufen im Inneren des Körpers ab, dem wiederum eindeutig nichts Geistiges eignet. Die Psyche und das Gefühl, das mir zugänglich ist, ist also immer nur mein eigenes, das ich qua Introspektion, weil innen, in Erfahrung bringen kann. Was aber, denken Sie an die Studie oder noch besser an Ihre eigenen Begegnungen mit Ihren KlientInnen, unserer Erfahrung eklatant widerspricht und darum ein Recht darauf hat, in Frage gestellt zu werden. In den klinischen Theorien der Systemtherapie hat sich mit der Kybernetik 2 die Theorie von den drei Welten durchgesetzt. Gelebtes Leben, erlebtes Leben und erzähltes Leben. Anders übersetzt, die Welt der Physis, also des physikalisierten medizinischen Körpers, die Welt des Geistes, die Psyche, die Emotionen, sämtliche Bewusstseinsprozesse wie Erinnern, Vergessen, Wahrnehmen, Vorstellen, Fantasieren und so weiter. Und die Welt der Kommunikation, die traditionellerweise vor allem hinsichtlich der Logik und Struktur der gesprochenen Sprache relevant erscheint. Klinisch theoretisierbar ist ausschließlich das erzählte Leben, die anderen betrachten wir als Blackbox. So kommt es, dass zu psychischen Prozessen im Allgemeinen und zur Konzeptualisierung von Emotionen im Besonderen kein metatheoretischer Binnendiskurs innerhalb der systemtherapeutischen Denkgemeinschaft geführt wurde und wird. Da wir aber in der Praxis nicht ohne Berücksichtigung von Gefühlen auskommen und dem Fühlen von Gefühlen, engagieren sich besonders in den letzten 10 Jahren viele Kolleginnen und Kollegen dafür, emotionsbasierte systemische Therapie ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Verdienstvolle Diskursbeiträge sind dabei entstanden, auch bei uns im Haus, etwa von Elisabeth Wagner und Ulrike Russinger. Was meines Erachtens aber noch aussteht, wo noch weiter gedacht werden könnte und müsste, ist eine systemisch fundierte Konzeptualisierung von Fühlen und Erleben.
Denn die bleiben bei allen Bemühungen, diesen psychischen Prozessen Bedeutung im Diskurs zu verleihen, zumindest soweit ich das überblicken kann, offen. Denn da immer schon davon ausgegangen wird, dass Gefühle der KlientInnen innen sind, lässt sich nur aus einer Außenperspektive, damit der Perspektive eines Detached Observers, also eines außenstehenden Beobachters, etwas aussagen. Und das ist mit einem systemtherapeutischen Paradigma, das ja von einem Attached Observer ausgehen muss, nicht vereinbar. Es bleibt, wie gesagt, soweit ich den Binnendiskurs überblicke, bei der unsystemischen Frage, was sind Emotionen? Die systemische Frage, die Folie habe ich Ihnen jetzt zu früh eingeblendet, es bleibt einfach, was sind Emotionen? Die systemische Frage, wie organisiert sich das Phänomen Psyche oder Emotion dynamisch innerhalb einer Relation, etwa Therapeutin und Klientin, bleibt aus. Weil Gefühle in ihrer gedachten Innerlichkeit, jetzt passt die Folie zum Text, in ihrer gedachten Innerlichkeit und Individualisierung von Anfang an nicht als ein sich relational organisierendes Phänomen oder anders als ein intersubjektiv verfasstes Phänomen in den theoretischen Blick kommen kann. In unseren geläufigen klinischen Theorien gehen wir immer schon von Individuen aus, die in ihrem Inneren Wirklichkeiten konstruieren. Wirklichkeitsbesitze und Emotionsbesitze stehen einander also so getrennt gegenüber wie zwei Beobachter. Das ist Ihnen gut bekannt. Etwa bei Hans Lieb in der modernen Systemtheorie steht am Anfang der Beobachter, der eine Unterscheidung trifft. Interessanterweise steht aber gerade das im Widerspruch zum anspruchsvollen systemischen Diktum eines Beobachters, dessen Existenz ja gerade nicht vor seiner Unterscheidung vorausgesetzt werden kann, sondern dessen Genese erst differenztheoretisch zu begründen wäre. Worauf ich hinaus will. Erst nachdem und weil Gefühle in ein Inneres hineinkonstruiert werden, entzieht sich das erlebte Leben, zu dem ja das Fühlen von Gefühlen gehört, der klinisch-theoretischen Zugänglichkeit, nicht der Praxis, der klinisch-theoretischen Zugänglichkeit. Jede Aussage über Gefühle anderer muss als außenstehende Perspektive betrachtet werden. Aus einer phänomenologischen Perspektive, die auf dualistische und eindeutige Trennung der Verhältnisse zwischen Innen und Außen, Geist und Körper verzichtet, ergibt sich hingegen ganz selbstverständlich die Perspektive eines Attached Observers. Denn die Phänomenologie geht von einem verkörperten Geist aus, einem Embodied Mind, einer leiblichen Verfasstheit des Geistes, der damit mir und anderen zugänglich ist. Das besorgte Stirnrunzeln der Psychiaterin etwa, die einschätzen möchte, ob ihr Patient suizidgefährdet ist, ist kein bloßes Nebengeschehen eines im Innern der Ärztin davon getrennt ablaufenden Gefühls. Das Stirnrunzeln ist das Erleben von etwas, was sich zwischen ihr und dem Patienten ereignet und in dem sich beiden etwas erschließt. In diesem Fall etwas, das Grund zur Sorge bereitet. Beiden erschließt sich Besorgniserregendes in dieser Zwischenleiblichkeit. Selbst- und Fremderleben sind ineinander verschränkte Prozesse einer Wechselseitigkeit und stehen einander weder getrennt noch innerlich gegenüber. Dazu liegen in der Zwischenzeit unter dem Begriff der Intersubjektivität hochinteressante Forschungsergebnisse vor, die das erlebte Leben begründet aus ihrer theoretisch konzeptualisierten Blackbox befreit. Ein Weiterdenken ist hier also nicht nur möglich, sondern auch opportun. Möglicherweise sogar als eine Weiterentwicklung in Richtung Kybernetik 3. Auch die Bindungs- und Säuglingsforschung belegt eindrucksvoll die präreflexive, wechselseitige emotionale Erreichbarkeit und die Relevanz zwischenleiblicher Responsivität für die Regulation von Gefühlen. Auch für die Genese von Gefühlen und für die Regulation von Gefühlen. Beatrice Beebe und Frank Lachmann etwa sind für systemische Therapeutinnen mit Gewinn zu lesen, um Emotionen aus einer Attached Observer-Perspektive reflektieren zu können. Ich zitiere aus ihrem Buch: Die Systemtheorie ermöglicht eine Integration der Untersuchungsergebnisse der Säuglingsforschung. Es ist sinnvoll, die Untersuchungen unter dem Aspekt eines ineinander verschränkten dyadischen Eltern-Kind-Systems zu betrachten. Der
Der systemtheoretische Ansatz beeinflusst die Auffassung vom therapeutischen Prozess gewaltig. Bei allen Unterschieden zu Child-Caregiver-Interaktionen lassen sich auf der Grundlage dieser Forschungen Therapeut-Klienten-Beziehungen als mutuell organisiertes System beschreiben, auch und gerade hinsichtlich des erlebten Lebens. Auch dazu. Sie ist schon gut eingeführt worden durch den vorigen Vortrag. Prinzipien wechselseitiger Organisation zwischenleiblicher Abstimmungen im Therapieprozess Aufmerksamkeit zu schenken ist, um es kurz zu sagen, nicht nur aus systemischer Sicht möglich, es ist für das Reflektieren der therapeutischen Beziehung unverzichtbar. Wenig bekannt ist meiner Erfahrung nach im systemtherapeutischen Diskurs, dass man innerhalb der modernen Psychoanalysen seit einigen Jahrzehnten mit dem systemtheoretischen Paradigma vertraut ist und dass unter dem Stichwort der Intersubjektivität dort ein lebendiger Diskurs stattfindet, an dem teilzunehmen für ein Weiterdenken alter Theoriebestände für die systemtherapeutische Denkgemeinschaft ein großer Gewinn wäre. Aus diesem und vielen anderen Gründen beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit den Arbeiten einiger Pionierinnen und UrheberInnen der Intersubjective Systems Theories, wie sie in den klinischen Diskursen der Selbstpsychologie rezipiert und weitergedacht werden. Ich sehe in diesen Zugängen das intellektuelle und klinische Potenzial, kartesianische Engführungen, also Geist-Körper-Trennungsvorverständnisse, in den Binnendiskursen der letzten 40 Jahre weiter und neu zu denken. Wir sind deshalb auch seit fast einem Jahr an der LSF mit Kolleginnen und Kollegen des Wiener Kreises für Psychoanalyse und Selbstpsychologie in einem regelmäßigen und inspirierenden Austausch, einem Dialog in Differenz, einem gemeinsamen Suchen nach Sprache, nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, nach Vertrautem, nach Unbekanntem und alles, was zwischen diesen nur vermeintlich dichotomen Gegensätzen liegt. In der angeregten Stimmung der ersten Zusammenkünfte ergab sich spontan ein erster Name für diese Begegnungen, einer, der uns allen unmittelbar stimmig erschien. Widersprechen. Ich freue mich deshalb sehr, dass Gudrun Prinz und Erich Lehner heute bei uns sind. Zwei, eine Lehrtherapeutin, ein Lehrtherapeut vom Wiener Kreis für Psychoanalyse und Selbstpsychologie. Und wir sind euch sehr dankbar, dass ihr heute auch einen Workshop halten werdet am Nachmittag. Es gibt also Gelegenheit, sich mit dem Fremden auszutauschen, mit dem, also das Fremde. Und ich habe vermutet schon beim vorigen Vortrag, dass ich jetzt was dazu sagen muss, was ich mich nicht getraut hätte, mir diese Expertise anzumaßen, und ihr werdet mich nachher korrigieren. Aber ich hätte auch gemeint, soweit ich mich vertieft habe in die Beiträge, die man mit viel Gewinn lesen kann in euren Weiterentwicklungen, dass gerade auch durch diesen Intersubjektivitätsansatz der von Herrn Buchholz ins Gespräch gebrachte Begriff des Selbstobjektes sehr weiterentwickelt und dynamisiert wird. Das war für mich, glaube ich, auch ein der Angelpunkt, warum ich dann sozusagen kurz bei euch reingeschaut habe und geblieben bin in all dem, was da geschrieben wird. Mhm. Ja. Meine Kollegin Christina Lenz an der Lehranstalt erforscht mit mir seit einigen Jahren den großen Gewinn, den diese neuen Perspektiven für uns, vor allem für die Ausbildung, bringen. Die Studis übrigens auch. Möglich ist uns vor allem geworden, nicht nur das erzählte Leben, sondern auch das gelebte und erlebte Leben aus einer systemisch fundierten Perspektive auszuleuchten und damit theoretische Lücken zu füllen, die in der Praxis von großer Bedeutung sind. Die therapeutische Beziehung als Agens von Veränderung wird aus einem phänomenologischen Verständnis von Zwischenleiblichkeit reflektierbar, lehrbar und lernbar. Tina und ich fragen uns immer wieder, wenn es eine Kybernetik 1 gab, auf die eine Kybernetik 2 folgte, warum dann nicht mit einer Kybernetik 3 rechnen? Manchmal ist es gar nicht leicht, zumindest nicht für mich, tief eingespurte dualistische Scheuklappen abzuwerfen. Florian Schmitzberger, auch bei uns, mein
ich darf das hier sicher auch sagen, unter uns bezeichne ich dich als meinen phänomenologischen Nachhilfelehrer. Florian Schmitzberger greift mir stets verlässlich unter die Arme, wenn die dualistischen Scheuklappen wieder meine Sicht einengen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Die Initialzündung meines Um-, Neu- und Weiterdenkens und das Vertiefen meines systemischen Verständnisses verdanke ich auch dir sehr wesentlich. Als promovierter Philosoph habe ich von dir gelernt, kluge Fragen zu stellen und sie auch aus einer phänomenologischen Sicht zu stellen. Und als integrativer Gestalttherapeut initiierst du ja zurzeit einen Dialog, der innerhalb des humanistischen Clusters den Boden für eine gemeinsame, solide, geisteswissenschaftlich-phänomenologisch fundierte Theoriebildung bereiten kann. Im Kontext der anstehenden Novellierung des Psychotherapiegesetzes eine, wie ich finde, wichtige und verdienstvolle Aufgabe. Falls ich Sie also neugierig machen konnte, fachlich oder auch berufspolitisch, nutzen Sie diesen Festtag auch für Gespräche mit dem Fremden. Es gibt interessante Initiativen für alle, die gern weiterdenken möchten. Ich möchte nun mit zwei Zitaten schließen. Eines von Bernhard Waldenfels, einem Phänomenologen, von dem ich als Systemikerin Enormes gelernt habe, und eines von Gregory Bateson, den ich hier nicht näher vorstellen muss. Bernhard Waldenfels schreibt: Versetzen wir uns mit einem Sprung in die Neuzeit, so ändert sich die kulturelle Landschaft. Erst hier begegnet uns eine resolute Subjektivierung der Gefühle, die überhaupt erst so etwas wie eine private Gefühlswelt und einen subjektiven Gefühlsausdruck aufkommen lässt. Diese Konstitution innerer Gefühle, die wesentlich zur modernen Subjektbildung beiträgt, hat eine Reihe von Konsequenzen. Er zählt einige auf, das habe ich hier ausgespart. Nicht zuletzt eine Privatisierung, die jedem seine eigenen Gefühle zuschreibt. Diese bleiben auch dann meine eigenen Gefühle, wenn sie sich als soziale oder altruistische Gefühle auf andere richten. Kurz gesagt, die Subjektivierung der Gefühle führt zu deren Entweltlichung und Entgemeinschaftung. Der possessive Individualismus macht auch vor den Gefühlen nicht Halt. Sie gehören mir. Im 20. Jahrhundert, es geht ein Text weiter, ich habe ihn ein bisschen zusammengekürzt, im 20. Jahrhundert fehlt es nicht an philosophischen Versuchen, die Welthaltigkeit der Gefühle zurückzugewinnen und sie aus ihrem innerpsychischen Verlies zu befreien, ohne deswegen die Errungenschaften moderner Subjekttheorien aufzugeben. Damit, das finde ich einen sehr schönen Satz, auch weiter in den Tag hineingetragen, damit eröffnen sich neue Wege zu einem Mitleiden und Mitfühlen, dem das Mit nicht nachträglich aufgesetzt ist. Gregory Bateson schrieb kurze Zeit vor seinem Tod: Für mich war der kartesianische Dualismus eine furchtbare Schranke, und vielleicht amüsiert es den Leser zu erfahren, wie ich zu der Überzeugung gelangte, dass es keinen Geist getrennt vom Körper gibt und wie ich im Anschluss daran lernte, die integrierte Welt mit neuen Augen zu betrachten. Ich war also reif für die Kybernetik. Durch unsere Theorien, das wissen Sie und ich und wir alle, durch unsere Theorien bringen wir uns selbst hervor und die Welt, in der wir leben. Darum tun wir gut daran, unsere tradierten Denkfiguren unaufhörlich und engagiert in Frage zu stellen. Weil wir, wie Gregory Bateson schreibt, die Fähigkeit haben, in recht kreativer Weise zu irren. So sehr, dass die Welt, die wir nicht verstehen können, zu einer Welt werden kann, in der wir nicht leben können. Und wofür wir uns selbst halten, das sollte vereinbar sein mit dem, wofür wir die Welt ringsum halten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.